Und kling! Hallo zusammen, willkommen zurück. Don't Starve Folge Nummer 5. Und wir sammeln jetzt erstmal die Überreste von dem letzten Kampf hier ein. Und ich muss mich jetzt erstmal dran machen, hier ein paar Kisten aufzustellen. Besser gesagt, ich muss ein bisschen Krempel unterbringen, damit ich noch mehr Krempel aufnehmen kann. Ihr kennt das ja schon, wenn ihr das selber spielt. Zum Beispiel dieser rote Rubin oder dieses Ding, diese Tentakel-Genitalien oder was das ist. So, ich muss hier erstmal ein bisschen Platz schaffen, denn ich habe ja hier jetzt einiges zu sammeln. Und wisst ihr, das ist so langweilig. Das überspringen wir einfach. So einfach sind Zeitreisen im Jahr 2013. Also, die ganzen Gräser und Zweige, die werde ich jetzt noch, also die habe ich jetzt vor dem Winter quasi abgegrast. Ich denke, die wachsen noch nicht mehr nach. Und dieses ganze Holz, was die Piggies und ich hier geholzt haben, das, ja, das sacken wir jetzt erstmal ein. Oh Mann, das geht aber auf den Rücken, Wolfgang, so schnell wie du dich hier bückst. Mensch, immer aus den Beinen heben, nicht vergessen, immer aus den Beinen. Ja, also diese repetitiven Aufgaben, die sehen natürlich einen immer ein wenig, naja, langweilig aus, aber tatsächlich im Spiel sind sie einfach nur toll. Macht einfach nur Spaß. Besser als von einem Wehrschwein wegzulaufen oder vor irgendwelchen Spinnen, die einen in der Nacht verfolgen. Also da ist dieses Einsammeln und dieses Pling, 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 Pling doch sehr angenehm. Mich haben ein paar Leute angeschrieben und gesagt, mach das weiter. Die haben wohl Angst, dass angesichts niedriger Zuschauerzahlen von solchen Projekten und ja, Let's Plays haben natürlich gegenüber, oder sagen wir Let's Play ähnliche Sachen haben gegenüber anderen Videos, die mehr Aufwand haben, natürlich weniger Zuschauerzahlen, ist klar, das ist ja auch das Gesetz hier auf dieser Konsole, auf dieser Plattform meine ich, wie komme ich denn jetzt auf Konsole? Scheint mein Kopf so ein Gedankensprung Moment, kein Platz mehr. Mensch, blöd. Ja, ich hätte doch mehr Freiraum suchen sollen. Also, meine Basis, die gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Das Problem an meiner Basis ist, hier ist total das Chaos. Ich habe zwar jetzt da einen Kühlschrank und ein paar Kisten, aber ich habe noch Chaos. Deswegen brauche ich das Holz von hier oben, um daraus Kisten zu machen, mit denen ich den ganzen Krempel einlagern kann. Denn wenn ich etwas da an der Stelle einlagern kann, wo es... Moment, wir müssen erstmal hier was pflanzen. Also wenn ich das Zeug dort einlagern kann, wo es hingehört, dann kann ich immer mit einem Blick sehen, wie viel ich davon noch habe, anstatt dann alle Kisten abzugrasen. Also Moment, so, hier, tun wir was Gutes für die Umwelt. Pflanzen wir einen Laubbaum irgendwo in der Wüste. So, gut. Und pflanzen wir noch weiter. Ja, ich habe mir die ganzen Kommentare angeguckt zum Thema Geheimdienst. Ich wollte das Thema eigentlich auch da nicht so weit vertiefen. Nur, ich finde es interessant, dass das jetzt irgendwie zur Bundestagswahl so ein Thema geworden ist. Das ist interessant. Ich vermute mal, dass das die Piratenpartei dann wieder so ein bisschen antreibt, weil die ja traditionell von solchen Themen mehr profitieren als die klassischen Volksparteien. Aber Don't Starve mit Politik zu ergänzen, ich glaube, das ist nicht so schick. Allerdings, ich habe letztens was im Radio gehört. Dazu wollte ich noch was loswerden. Und zwar, ich weiß nicht, ob das Thema jetzt hier so das Richtige ist. Das ist ein bisschen mutig, wenn ich das so sage, weil ich schätze, 95% der Zuschauer sind männlich und unter 30, schätze ich mal. Und das Thema zielt doch eher auf Frauen ab, die ja so um die 30 sind. So, mal eben schauen. Also, das ist jetzt der Wald. Den habe ich gerade wieder hochgeforstet, sozusagen. Und jetzt fange ich gleich an, mir ein paar Kisten zu bauen. Und da lagere ich dann was ein. Aber das wird keine so geistig anspruchsvolle Aufgabe werden. Deswegen kann ich noch mal kurz was sagen. Ich mache mich was auf dem Herzen, was ich letztens im Radio gehört habe, auf Deutschlandkultur. Das ist so ein Radiosender, den hört man eigentlich sehr selten, besonders wenn man Musik hören will. Aber da war ein interessantes Interview, das habe ich zufällig aufgeschnappt. Und zwar mit der Chefredakteurin der Brigitte-Zeitschrift. Das ist eine Frauenzeitschrift und zwar eher für ältere Frauen. Also da ist es nicht so mit, wie kann ich Jungs dazu bringen, dass sie mich mögen oder so. Das geht dann schon so um etwas ernstere Themen. Also es ist so was für Frauen 30, 40. Und die Chefredakteurin hat Folgendes gesagt. Und zwar hat sie das Thema Karriere und Kinder zur Sprache gebracht. Und insbesondere hat sie jetzt mal das Thema aus einer Richtung angesprochen, die ich
noch gar nicht so mitbekommen habe. Egal, so im Hintergrund übrigens baue ich jetzt so ein paar Kisten und lagere dann das Zeug ein. Ich mache das eigentlich immer nach dem gleichen Schema hier in dem Spiel. Deswegen nicht wundern, das ist eigentlich Standardkram. Jedenfalls, sie hat Folgendes gesagt. Angesichts des aktuellen Trends, dass wir ja jetzt Frauen immer häufiger im Beruf haben, das ist ja sozusagen Stand der 80er, ja, dass Frauen auch arbeiten und auch sowas machen, haben wir jetzt inzwischen eine Erwartungshaltung entwickelt, dass Frauen auch in gut bezahlten Berufen, also jetzt nicht unbedingt als Putzfrau oder als Verkäuferin, sondern auch eben dort, wo sie hochqualifiziert arbeiten, dass sie dort das auch tatsächlich tun. Also, dass sie dann tatsächlich ein Studium abschließen und dass sie dann auch dort arbeiten. Das ist ja jetzt unsere Erwartungshaltung in der Gesellschaft, hat sie gesagt. Und das Interessante kommt jetzt, sie hat gesagt, dass für viele Frauen inzwischen das selbstverständlich ist und dass die Gesellschaft einerseits da gewissen Druck gemacht hat. Ah, ist das wieder Tag geworden, schick. Aber dass das wiederum dazu geführt hat, dass inzwischen für einige Frauen Kinder ein Bonus geworden sind. Also nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, sondern ein Bonus. Und das fand ich interessant, weil normalerweise ging ja immer die Diskussion so, also zumindest früher, Frauen dürfen oder sollten auch arbeiten. Dann heißt es, Frauen sollten auch besser arbeiten, ja, und irgendwie mit ihrer Karriere machen dürfen und wir brauchen mehr Kita-Plätze und so. Und sie war der Meinung, dass Frauen, die zum Beispiel ihre Kinder selbst erziehen wollen und sich in, zum Beispiel der Mann geht arbeiten und sie verlassen sich darauf, dass der Mann das alles macht, also so der Klassiker quasi, wie es früher war, dass die inzwischen komisch angeguckt werden. So, hier die Zweige dort rein, Steine dort rein. Das ist übrigens meine Baustoffkiste. So mache ich das immer. Also da tue ich alles rein, mit dem ich später arbeiten kann, bauen kann. Und jedenfalls, das fand ich sehr interessant. Das war eine Meinung, die hatte ich gar nicht so erwartet, beziehungsweise, dass wir sie jetzt haben. Ich denke, das war nur eine Frage der Zeit, bis wir dazu kommen und einsehen, dass angesichts so weniger Kinder in Deutschland, dass wir mal dazu kommen. Moment, wo tue ich denn die Eier hin? Die tue ich dahin. Okay, gut. Hier, die drei Kisten, das sind übrigens meine tierischen Erzeugnisse-Kisten. Da tue ich dann sowas rein wie die Piggy-Häute oder die Spinnenweben oder was es gibt. Und hier oben, das ist meine Nahrungskiste, da tue ich alles rein, was nicht in den Kühlschrank passt. Und wie gesagt, das hier ist meine Feuerkiste. Ja, Holz und Kohle und auch dieser Dünger kommt da rein. Den kann man ja auch verfeuern. Genau. So. Jedenfalls, ich fand das Thema sehr interessant. Also die meisten von euch, die werden wahrscheinlich nicht vor dem Problem stehen, ob sie... Oder nicht aktuell vor dem Problem stehen, ob sie eher Kinder kriegen oder Karriere machen wollen. Aber ich finde es doch interessant, dass sie zur Sprache gebracht hat, dass wir inzwischen von Frauen, angesichts auch von der Diskussion Frauenquote und so, dass wir von denen tatsächlich jetzt sehr stark erwarten, dass sie arbeiten gehen. Also das kannte ich eigentlich so nur von Männern. Also dass man, sagen wir mal, vor 50 oder 100 Jahren von Männern gesagt hat, ja nee, Männer müssen natürlich arbeiten gehen und ihre Frauen bleiben zu Hause, ist klar. Also mit Kinder und Elternzeit ist nicht, ne? Also dass es sich jetzt quasi so um 180 Grad dreht und dass wir von den Damen erwarten, dass sie arbeiten gehen und wenn sie sagen, ja, ich hätte aber lieber Kinder, dass wir sie dann schräg angucken. Und ich muss sagen, ich habe das selber mal gehabt. Ich habe mal neben einer Frau gewohnt, die hatte jetzt eine Trennung von ihrem Freund und war dann alleinerziehend. Und ich habe dann mal mit ihr gesprochen und dann habe ich sie gefragt, ja, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Weil ich dachte, ja klar, sie ist eine Frau so um die 30, sie geht natürlich arbeiten, ne, weil das ist halt so. Und dann sagt sie, nee, also ich gehe nicht arbeiten. Ich bleib zu Hause. Und da muss ich sagen, ich war schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber angepisst war ich nicht, aber wie soll ich das nennen? Überrascht. Auch so ein bisschen, ne, als ob, ja, sie ist ein bisschen faul oder so. Sie hat ein Kind und geht nicht arbeiten. Also, ich meine, man kann sicherlich verschiedene Meinungen haben zum Thema, aber, Dass wir zum Beispiel sagen, dass Frauen gleichberechtigt sind, das führt dann unweigerlich auch irgendwann dazu, dass wir auch gewisse Sachen von ihnen fordern, die früher nur von Männern gefordert wurden. Und das heißt ganz konkret, dass sie arbeiten gehen und solche Sachen. Und naja, mal sehen, wohin die Diskussion führt. Wenn ihr was in den Kommentaren dazu sagen wollt, macht das gerne. Ich werde dann versuchen, in den nächsten Videos mal drauf einzugehen, weil das Thema finde ich doch sehr interessant. Auch wenn, wie gesagt, nicht viele von uns davon so betroffen sind. So. Das war der Exkurs in Sachen Familienplanung. Jetzt mal wieder zurück zum Thema. Ja, diese... Oh, oh, oh! Verdammt! Also ich habe hier gerade voll das Problem, meine Hacken. Nämlich die Typen hier. Shit.
Das Walross legt jetzt auch noch auf mich an. Scheiße. Oh Gott. Und keine Schweine in Sicht, die mir helfen könnten. Ach du Scheiße. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht an dieser Stelle vorbei. Weil ich wollte ja nur mit einem Leben spielen. Oh fuck. Also meine einzige Hoffnung, da ich jetzt auch keine Basisverteidigung habe, sind jetzt hier nur die Bienen. Ja, mal gucken, ob ich sie finde. Hier im Halbdunkeln. Mist. Mist, jetzt habe ich mich voll verquatscht. Und den Honig sacken wir noch ein. Den nehmen wir noch mit. Und das auch noch. Ja, also dafür muss immer Zeit sein. So, jetzt her mit den Bienen. Und das Walross hier, das wird jetzt dran glauben müssen. Den locken wir jetzt voll in die Bienen rein. Okay, also die Hounds haben sie schon. Okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Macht sie fertig, Jungs. Ja, dafür habe ich euch... Oh, 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 Vorsicht. Ja, dann holen wir nochmal einen 5er Pack nach unten. Das Fleisch holen wir auch, sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, das war ich schlau, ja. Und das Beste ist natürlich, dass die Bienen, wie gesagt, kein Fleisch fressen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie fleischfressende Bienen aussehen. Deswegen, Krieg ist vorbei und wir sacken jetzt das ganze schicke Fleisch hier ein und diese, Zähne von diesen, ja, Hunden, sag ich mal, von diesen Wölfen oder Wölfen-ähnlichen Dingern, die sind sehr wichtig. Also, ich habe da jetzt, glaube ich, schon so 20 Stück von und, die brauche ich für später, wenn ich mir eine Mauer hochziehe. Und, oh, 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 aber der Honig! Scheiße, ich kann den Honig nicht mehr holen. Also, jedenfalls, diese Zähne, die sind relativ selten gewesen in anderen Spielständen. Aber ich spiele ja jetzt auch mit sehr vielen von diesen Tieren und... Shit, der ist immer noch da. Und der kloppt auf meinem Chest darum. Das, nee, das ist ja scheiße, Mensch. Hau bloß ab. Ja. Komm, bloß nicht, kann bloß nicht wiederkommen hier. So. Der ist schon wieder da. Mal gucken, ob ich ihn an der Flanke packen kann. Oh, Mann, ey. Dieser elende Katzbrocken. Hau ab, Mensch. Geh in die Dunkelheit. Lass dich dort fressen oder so. Wie die überhaupt aussieht mit diesem schottischen Kilt und mit dieser, was ist denn das, Baskenmütze? Keine Ahnung. Ich will jetzt in Ruhe hier arbeiten. Ja, man muss eine Basis aufbauen. Jetzt mal Chester da wegbringen. Ah, jetzt hänge ich hier rum, anstatt meine Basis hochzuziehen und muss diesen Kerl verfolgen, der die ganze Zeit wie so blöd mal hier wegrennt. Naja. Also Chester kann auch sterben, glaube ich. Aber sicher bin ich nicht. Ich will es nicht beschwören. Einige meinten, dass das Spiel abstürzt, wenn er drauf geht. Und das will ich natürlich nicht herausfinden. So. Komm schon. Jetzt. Ah, greif an. I will punch you. Ah. Mann, das... Ah. Okay, müssen wir das Beste draus machen. Erstmal holen wir das raus, was Chester so hat und... Müssen wir irgendwie die... So, jetzt. Jetzt jage ich hier ein blödes Walross durch meine Basis. Ich habe mir auch den Lebensabend ein bisschen schöner vorgestellt. Naja, gut. Also, ihr habt ja gesehen, im Hintergrund habe ich vorhin da ein paar Kisten hochgezogen. Da werde ich jetzt das ganze Zeug, was ich jetzt hier noch so verstreut habe, einlagern. Und dann werde ich mich um das Problem mit dem Kumpel hier kümmern. Da hole ich mir einfach 2, 3 Bienen und dann machen sie... Kleinholz aus dem. Ja. Da, so machen wir dich fertig. So, jetzt ist Ende Gelände. Ja. Holen wir mal meine Insektenfreunde. Hier unten sind ja, ja, ein 5er Pack müsste reichen. So, jetzt treiben wir ihn in die Bienen rein. Na los. Hier. Oh, der hatte nur einen Schlag gebraucht oder einen Stich. Ja gut. So, was haben wir jetzt hier? Sein Hut. Okay, kann ich nicht mitnehmen, aber das Fleisch und das. Ja, mein Inventar ist ein bisschen überladen. Packen wir es erstmal dahin und den Hut. Ja, Moment. Erstmal Edelsteine wegpacken. Dann das da rein. Die kommen ja woanders hin. Und diese ganze Kälte immer jetzt, also... Das Problem ist, ich muss auch noch so ein bisschen Feuerholz sammeln für den Winter. Ich habe nicht genug. Und ich muss jetzt hier die ganzen Krempel sortieren. Ja.
Wo packen wir denn das hin? Also die Spinnenweben tun wir mal hier rein, genau. Das wird jetzt also meine Spinnenkiste hier. Hier tun wir alles rein, was die Spinnen so liegen gelassen haben. Und die Mütze stecken wir jetzt auch rein, bevor so ein Piggy das wegfrisst, wer weiß. Was ich mit diesen Stacheln machen soll, weiß ich auch nicht so genau. Keine Ahnung. Ich glaube, die kann man als Munition verwenden. Aber erstmal müssen wir jetzt hier dafür sorgen, dass wir noch so ein bisschen Fleisch bekommen. Und den Rest dann ja später sorgen. Das Problem ist, oha, das hat mich erschrocken. Das Problem ist natürlich an Stone Staff, dass man immer Tageslicht ausnutzen muss. So, und die Pinguine machen jetzt erstmal das Schwein hier platt. So, danke. Fleisch gehört mir. Ich glaube, die fressen auch Fleisch, die Pinguine. Sind ja, soweit ich weiß, Fischesser, ne? Ernähren sich von Fisch. Ich weiß nicht, ob ein Pinguin auch ein totes Walross essen würde. Wahrscheinlich können sie es gar nicht, weil sie gar keine Zähne haben. Keine Ahnung, müsste ich mal wieder eine Doku gucken über Pinguine. So, und der Wald da oben, der muss natürlich auch irgendwann abgeholzt werden. Wie gesagt, ich brauche das Holz. Und ja, was machen wir jetzt? Also das hier wird jetzt meine Ausrüstungskiste. Ihr seht ja schon, da ist so ein Buffalo-Hut drin. Und da tue ich noch meinen Tentakelstock rein. Und ich habe mal mitgekriegt, dass die Leute inzwischen anfangen zu lachen. Oh, jetzt habe ich das Fleisch gegessen. Dass die Leute inzwischen anfangen zu lachen, wenn man das Wort Stock sagt. Ich weiß gar nicht, was daran so witzig sein soll. Moment mal. Die Pinguine kommen doch jetzt nicht etwa hier in meine Basis und wollen hier ihre Eier ausbrüten, oder? Also wenn die das machen, dann gibt's Ärger. Also deren Geschnatter die ganze Zeit anzuhören, also da kann ich mir was Schöneres vorstellen. So. Was haben wir denn? Wir haben hier noch Bären. Genau, die müssen wir auch noch mal langsam wegbrutzeln. So. Ja, hier. Okay, jetzt noch 2 Stunden Tageslicht. Was mache ich jetzt hier? Ja, ich werde mal, ich bleibe an der Basis und werde ein bisschen Zeug sortieren, genau. Gut, Stinger und die Zähne tun wir da rein. Und hier tun wir jetzt mal die Mütze rein. Moment, wo sind denn hier die anderen Sachen? Ich glaube, die Genitalien, die nehme ich mal mit. Oder sind das gar keine Genitalien? So, den tun wir da rein. So, genau, das da unten. Wird schon wieder kalt. So, also diese Beefalo-Überreste und die Spinnenweben, die tun wir auch in die anderen Kisten. Ja, ich weiß nicht, wie ihr Don't Starve spielt, ob ihr auch so ein Ordnungsfanatiker seid, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier 20 Kisten habe und alles Mögliche in allen möglichen Kisten verstreut. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Also, von daher, Ordnung muss sein. Und was soll man im Winter auch sonst machen? Ich meine, es ist kalt, da will ja auch keiner rumlaufen. Deswegen, wir packen erstmal alles so zusammen, wie es gehört. Also, das kommt mit, das kommt mit. Die Maschinenteile kommen mit. Ja, so. Also der Winter, wie gesagt, ich habe einmal, das ist das erste Don't Starve, was ich gespielt habe, das finde, das war im Nachhinein das Beste. Da hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass es sowas wie im Winter hier geben könnte und plötzlich wurde es kälter. Ja, das war nicht so das Problem. Ja, der Wilson so einen langen Bart. Wo packen wir jetzt hier den Spinnenkrempel rein? Moment, den tun wir mal nach unten. Genau, die Spinnenweben hier. Da hatte ich den ersten Winter und ich dachte, okay, gut. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 12 Farmen und habe mich immer so lecker vegetarisch und veganerisch ernährt. Und plötzlich haben diese Farmen nichts mehr abgeworfen. Das war dann schon ein hartes Ende, weil bis dahin habe ich gar kein Fleisch gegessen. Und deswegen setze ich jetzt hier in diesem Spielstand so auf eine proteinreiche Ernährung. Und ich glaube auch Wolfgang, der bevorzugt das, wenn er mal ein ordentliches Stück Fleisch zwischen die Zähne kriegt. Ja, der braucht das. So, dieses, was ist das hier? Das kommt da rein. Und diese blöden Viecher, die machen jetzt wirklich jetzt hier einen auf Brutstätte. Also, kann ich die anzünden? Wahrscheinlich nicht. Dann muss ich irgendwann mal so eine Piggy-Horde zusammenraffen, dass sie hier diese Pinguine auslöschen. Ja, obwohl das hart wäre. Ja, da hätte Greenpeace sicherlich was dagegen. Okay, so. Was machen wir jetzt? Holz brauchen wir, genau. Ein bisschen Holz abgreifen. Und, Moment, wo ist denn das jetzt? Genau, da ist Holz. Ich brauche noch mehr Holz, richtig, genau.
So. Gut, dann ist Wolfgang ja jetzt vorbereitet für den nächsten Tag. Ein bisschen was futtern sollte er noch. Und ich muss mir noch was überlegen, wie ich seinen Sanity-Wert in den Griff kriege. Ja? Seinen geistigen Gesundheitswert oder wie man das auch mal übersetzen mag. Tja, und dann haben wir noch ein bisschen Monsterfleisch. Das gebe ich an die Schweine dieser Umgebung weiter. Lecker, nicht? So. Gut, und jetzt, was haben wir hier unten? Da haben wir, an den Farmen haben wir so eigentlich nur Mais. Ja, das geht besser, aber ist jetzt auch egal. Okay, gut. Ja, das sieht gut aus. Also ich könnte mir noch theoretisch einen zweiten Buffalo-Hut machen, wenn es dann mal wirklich soweit ist, dass der erste nicht mehr geht. Die Kisten sind alle leer. Das ist meine Ausrüstungskiste. Hier ist meine Gerümpelkammer. Hier ist mein Feuerholz-Zeug, genau. Und hier ist jetzt mein Bauholz und alles, was ich zum Bauen benutzen kann. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns nochmal Chester ran, genau. Und sorgen dafür, dass wir gleich mal auf Tour gehen können. Ja. Also ich habe Fleisch eigentlich genug. Ich habe ja jetzt hier, was ist das denn da rechts? Ja, egal. So, erstmal hier, genau. So. Das gebe ich an die Pickies weiter. Tja. Soll ich euch angreifen? Ich glaube... Ach, ich schieb dich mal lieber zu deinen Kollegen rüber. So. Das wäre jetzt ein bisschen unfair. Das wird nochmal... Damit werde ich noch was düngen, mit diesen Blumen, die da verwelken. So, was können wir hier bauen? Ja, Wolfgang, ich weiß, dir geht's nicht so gut. Aber lass mich mal eben schauen. Also, wir können hier so Zeug bauen und das braucht man alles gar nicht. Ja, ein Vogelkäfig und alles. Naja. So, besorgen wir uns erstmal wieder Schweine. Irgendwo müssen hier doch Schweine sein. Piggies! Nam, nam, nam. Ich habe lecker was für euch. Wo sind hier Schweinehäuser? Da oben sind zwei, da war ich noch nicht. Guck mal, ich glaube, die leben da noch in friedlicher Eintracht, bis ich dann wieder ankomme und die in Kriege führe, die sie gar nicht führen wollten. Hier, komm mal mit, ich habe da was Leckeres für dich. Ja. Komm, Piggy, Piggy, Piggy. Oh, den lassen wir lieber in Ruhe. Ich glaube, ja, das war's dann. Ja, die Kaninchen hätte ich auch mal fangen können. So. Aber hier ist dann wieder der übelste Krieg ausgebrochen. Und ich friere, das ist natürlich toll. Okay. So. Weg da. Fleisch. Ach, Fleisch. Ich denke, das kriegen die Schweine hier hin. Ich helfe noch mal ein bisschen mit. So. Aber wir müssen uns schnell ein Feuer machen. Weil, wenn Wolfgang friert, ist das nicht gut. Der verliert dann ziemlich schnell Lebenspunkte. Kann man hier ein Feuer machen, Mensch. So. So, und die Piggies füttern wir dann auch gleich hier an. Komm, Piggy, Piggy. So. Nee, nicht angreifen. Oh, Mann. Scheiße. Jetzt friert er auch schon wieder. Oh. Ich stelle mich jetzt hier auch dämlich an. Ja, haut ihr bloß ab. Euch kann ich nicht gebrauchen. So, jetzt zum Feuer. Gut. Ich habe jetzt auch meinen Beefalo-Hut vergessen, sehe ich gerade. Ja, der hält mich nämlich ein bisschen wärmer. Aber, was soll man machen? Er läuft halt gern in Unterhosen und mit so einem Muskelshirt rum, mein lieber Wolfgang. Ich meine, dann muss er halt auch mal frieren. So, da ist eine Piggy-Haut, die ist sehr wertvoll. Ja, danke. Brrr, ist Frosty. Ja, ich weiß, ich weiß. So. Shit, was mache ich jetzt hier? Zurück zur Basis? Extra wegen dem Hut will ich auch nicht. Ich meine, ich muss ja auch ein bisschen an Futter kommen. Oh. Eine Feder hat er fallen gelassen. Okay. Dich machen wir auch noch platt. Sehr gut. Und der greift mich an. Na, der... Aua. Na komm. Helf mir doch mal. Mensch, jetzt hat er mir auch noch den Football-Helm da abgehauen. Toll.
Ich denke, wir laufen mal zurück zur Basis, sonst wird das hier nichts. Dich nehme ich auch noch mit. Was hier? Hier war genau Maxwells Tür. Jetzt habe ich auch noch Spinnen aufgeschreckt. Ja, großes Kino. Großes Kino. So, da, nach genau, nach unten rechts, nach Südosten, da laufen wir jetzt. Biu, 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 Chesters Geräusche. So. Ja, und wir sind rechtzeitig wieder zu Hause und dürfen uns mit diesen Kollegen jetzt rumschlagen. Herrlich. Okay, was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn hier? Wir haben wieder Fleisch, das packen wir mal in den Kühlschrank. Genau, wir heilen uns. Da haben wir ja ein bisschen von dem Zeug. Und wir haben dieses, was ist denn das? Naja, geil, schmeckt bestimmt toll. Drumstick. Lecker, ne, Wolfgang? Ja, ich bin doch ein toller Mensch. So, das Fleisch hier braten wir mal. Ja, was mache ich denn jetzt? Also, ich muss da oben noch meine Büsche dünnen. Ich brauche noch Holz. Wolfgang will immer weiter wachsen. Und wir können das jetzt hier immer an der richtigen Stelle einlagern. Genau, so. Die Spinnenkolonie tun wir mal hier hin. Wer weiß, wann ich die mal wieder brauche. Und ich sehe gerade, Wolfgang kriegt Probleme, weil der schon ziemlich Wahnvorstellungen bekommt. Naja, tut mir leid, Wolfgang, aber... Nimm gucken. Wo ist denn hier der... Mann, wo ist denn... Genau, hier tue ich ja immer die Eier rein, ja. Okay, alles gut. Ja, damit mache ich dann jetzt auch mal früh Schluss. Wolfgang wird noch so ein bisschen hier was einlagern. Und jetzt, Wolfgang, schau doch noch mal bitte grimmig in die Kamera und sag tschüss. Tschüss. Oh Mann, hat der Kerl Angst. Das wird ja lustig in Zukunft.